Was geht ab, Freunde? RD von viel FIFA an Gaming TV hier und herzlich willkommen zum 11. GTA 5 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, in der gestrigen Folge gab es ja das große Special. Habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe das Ganze jetzt hier nochmal hier unten in der Beschreibung verlinkt. Das war auf jeden Fall eine richtig geile Folge. Dort haben wir eine Stunde GTA 5 Let's Played außerhalb von den Missionen, haben ein paar Faxen gemacht, sind in den Stripclub gefahren, sind im Militär Amok gelaufen, mit Jets gefahren, mit allem. Wir wurden vom Hai gefressen, also dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, diese Folge, Freunde. War auf jeden Fall richtig geil. Hier unten in der Beschreibung könnt ihr das Ganze direkt finden. Habe ich oben verlinkt für euch, unten in der Beschreibung. Meine Güte, ich hab's auch mit oben unten. Ja. Ja, dann kommen wir auch direkt zur 11. Folge des GTA 5 Let's Plays. Bei der 9. Folge haben wir aufgehört mit den Missionen. Dort hat das Ganze ja so geendet. Wir waren in einer Planung zum Raubüberfall. Wir wollen jetzt nämlich hier einen Raubüberfall starten. Und dort haben wir uns verschiedene Truppen zusammengestellt, die je unterschiedliche Anteile bekommen. Das heißt, für Leute, die viel machen, die kriegen auch großen Anteil und sind auch gut. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, nehmen wir auch die Leute mit dem größeren Anteil. Weil die kriegen dann zwar ein Stück mehr ab vom Kuchen, aber dafür sind sie auch gut. Und das wollen wir natürlich auch. Was nützt mir, wenn eigentlich so ein Affe 5% kriegt und dafür dann so ein, keine Ahnung, einfach nichts kann. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ja. Und dazu müssen wir jetzt hier auf der Karte markiert, seht hier unten links dieses HS. Das bedeutet, das sind diese Einsatztruppen, diese Dinger, diese Schilder oder was auch immer. Diese Transportwagen von den Polizisten. Und die müssen wir nämlich ausrauben, beziehungsweise klauen für unseren nächsten Job, nämlich dem Raubüberfall. Meine Güte, ich hab's heute echt mit dem Reden. So, jetzt fahren wir da auf jeden Fall hin. Wir markieren die Scheiße auch, aber wir können nur ungefähr, oh, das ist am ganz schön am Arsch der Welt. Das sind auf jeden Fall, der steht nicht, sondern der fährt. Guck mal, da steht auf der Karte oben rechts, ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt, Raubüberfallvorbereitung. Dort müssen wir jetzt auf jeden Fall hin, das ist ein Transporter, den müssen wir verfolgen und dann auf jeden Fall klauen. Das machen wir jetzt auch direkt mit unserem Lamborghini. Asaidi, Lamborghini, Asaidi, Lamborghini. Der geht richtig ab hier, der Lamborghini. Ja, wie gesagt, Freunde, ich habe mir noch überlegt, bei Folge 20 ebenfalls ein Special zu machen. Das Ganze kam ja richtig gut bei euch an. Und schreibt auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare, ob ich überhaupt ein Special machen soll. Und wenn ja, was ich da darin machen soll, könnt ihr auch schon jetzt direkt in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wollt. Wie gesagt, Freunde, hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, das Special. Über eine Stunde GTA 5 außerhalb der Mission, mal ein bisschen in die Welt erkundschaften und. War auf jeden Fall richtig geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke euch auch. Weil es gab ein richtig gutes Feedback, ihr habt das Ganze gefeiert und ich feiere das natürlich dann auch, ne? So, jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal hier zum Transporter hier mit unserem Lamborghini, der geht richtig ab. Guck mal, so überholt man einfach alle. Guck mal, boah, guck mal, ganz schön eng, aber wir kommen hier trotzdem durch, die Lücke. Ibra! Oh, oh, war es richtig? Ja, es war richtig. So, perfekt. Alles klar. Lelele. Ja, und außerdem, ups, guck mal, der Transporter ist schon weiter weg. Aber was ich noch kurz sagen wollte, bei Ende der Folge 9 hat Michael Franklin angerufen und ihm von dem Raubüberfall erzählt. Das bedeutet, Franklin ist auf jeden Fall auch dabei. Das habe ich jetzt leider nicht mehr hier gezeigt. Das wurde auch irgendwie rausgeschnitten. Tut mir leid. Aber ich denke mal nicht, dass es so schlimm sein wird. So, Raubüberfallvorbereitung. Da. Da seht ihr den Wagen. Habt ihr das gesehen? Das ist der Transporter. Den müssen wir irgendwie ausrauben. Klau den Zuft des Einsatzteams. Ja, das wird jetzt, glaube ich, nicht so einfach, weil da sind Bullen drin. Spezial trainierte. Bam. Oder? Wird das einfach? Ich weiß nicht. Da. Bam, bam, bam. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob die alle tot sind im Wagen. Da steht noch einer. Scheiße, mit Maschinengewehr. Scheiße, der schießt uns ab. Ich hoffe mal, alle sind tot, oder? Ja, okay, komm jetzt schnell klauen, klauen. Oha, wir haben 3 Sterne am Hals, Freunde. 3 Sterne. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber wir haben 3 verfickte Sterne am Hals. Kacke. Shit. Hängen die Bullen ab. Ja, klasse. Ey, Freunde, ich weiß nicht, aber komm. Ich könnte das jetzt alles wegcheaten, aber ich denke mal nicht, dass ihr sehen wollt, wie ich die Bullen mit Cheats abhänge, sondern mit einer richtig geilen Verfolgungsjagd. Und das machen wir auch direkt, ne? Und ich weiß aber nicht, ob wir es schaffen werden, Freunde. Oh, oh, das wird, glaube ich, nicht einfach hier. Von den Bullen zu entkommen. Boah, was ist mit der Kamera los? Scheiße, mach mal Platz hier. Und das Schlimme ist, die Karre ist auch nicht mal so schnell. Kacke, ey, wir haben noch 3 Sterne Bullen am Hals. Ach du Kacke. Mach mal Platz hier. Nicht, dass gleich noch irgendwo Nadelbänder oder so kommen. Shit. Das wird richtig schwer, Freunde. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt in der Folge eine richtig geile Verfolgungsjagd. Beim Special gab es übrigens auch eine Verfolgungsjagd mit 5 Sterne Bullen. Aber die hat leider nicht so lange angehalten, weil die haben überall Nadelbänder gelegt oder haben mit den Helikoptern auf unsere Reifen geballert. Brrrt, haben richtig durchgezogen. Boah, kacke, wir haben richtig Bullen am Arsch hier. Der soll ich mal verpissen. Meine Güte.
Ich glaube, das wird nicht so einfach, von 3-Sterne-Bullen zu entkommen. Ich glaube, das ist auch sozusagen unmöglich, ey. Nichts ist unmöglich, Toyota. Los geht's. Bam, haben wir den erstmal schön mitgenommen. Mach mal Platz hier, du Taxi. Oha, gerade sieht sehr gut aus für uns, Freunde. Ja, es sieht gerade sehr gut aus. Perfekt. Wir haben gerade keinen Bullen mehr am Hals. Ich mache mal die Sirene aus. Guck mal, unten links, Kacke, Mann, wir dürfen nicht in diesem hellblauen markierten Feld angezeigt werden bei den Bullen, weil sonst haben die uns wieder. Und da müssen wir echt aufpassen. Scheiße. Das wird auf jeden Fall jetzt schwer. Oh, 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 überall kommen sie. Überall. Guck mal. Was machen wir, Freunde? Ich würde sagen, wir bleiben stehen. Bitte, der andere darf... Oh, der darf jetzt nicht rechts abbiegen. Junge, Junge. Nein, hinter uns. Guck mal, hinter uns. Scheiße, vor uns. Kacke. Die haben uns wieder, diese Affen. Die sollen schon mal verpissen und ballern jetzt hier direkt noch auf uns. Scheiße. Egal, geile Verfolgungsjagd, Freunde. Sowas liebe ich in GTA. Ah, Junge, Junge, Junge. Egal, gerade sind sie nicht mehr hinter uns. Komm, 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 wir müssen entkommen. Sollen wir mal in den Bergen fahren? Einfach mal hier hoch auf Amok. Auf Rille. Rille in den Berg hoch. Boah, ich glaube, das war sogar gut. Ich glaube, das war sogar gut. Ah, geil, Freunde. Geil, das war echt gut, Freunde. Das war echt gut. Boah, da oben Winewood. Winewood, Winewood. Oh, oh, nein, 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 nein. Oh, ich habe gedacht, die Karre explodiert jetzt, Freunde. Ich habe echt gedacht, die scheiß Karre explodiert, ey. Meine Güte. Boah. Das ist auf jeden Fall eine geile Verfolgungsjagd. Wenn wir entkommen, wenn wir entkommen. Sind ja nicht... Ja, korrekt. Begib dich zur Textilfabrik. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. So, oh, aber wie kommen wir denn jetzt wieder rüber auf die Straße? Ist überall Fluss, Bach und so ein Scheiß. Ach du Scheiße, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Hier ist irgendwie so ein Staudamm. Egal, ich würde mal sagen, wir fahren übers Wasser wie Moses. Zieh durch. Nein, nein, wir dürfen nicht ins Wasser fahren. So, egal, wir fahren jetzt einfach mal hier lang. Das schafft der Wagen schon. Ja, genau so. Dann sind wir wieder auf der Straße. Wir haben es geschafft, hör mal. Geht doch, perfekt. Ja, wir müssen jetzt zur Textilfabrik fahren, denn dort wird das Ganze ja geplant in der 9. Folge. Die hat ja auch genau dort aufgehört. Dort sind wir ja mit unserem Bugatti hingefahren. Das war dieser eine, irgendwas mit El Lester oder sowas genau. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war auf jeden Fall der Typ, der im Rollstuhl saß. Und der plant das Ganze. Der kennt sich da richtig gut aus mit. Ja. Und auf jeden Fall brauchen wir jetzt hier ein paar Transporter, um den Raubüberfall zu planen. So. Wenn ihr nicht mehr wissen solltet, was in der Folge 9 geschehen ist, deutsche Sprache, schwere Sprache, ihr wisst Bescheid. Ja, wenn ihr nicht wisst, was in der letzten Folge, 10., 9. Folge passiert ist, ja, anderes Wort gefunden, passiert ist, dann klickt einfach mal auf unseren Kanal, dort findet ihr Folge 9. So, Textilfabrik ist hier und dort parken wir jetzt natürlich auch direkt den gestohlenen Transportwagen. Und stopp. Perfekt, haben wir geschafft. Jetzt rufen wir Lester an, genau, und sagen ihm das Bescheid. Lester. Okay, Lester, ich habe die Karabiner. Okay, dann können wir loslegen. Komm rein und lern die Crew kennen. Alles klar. Okay, chillig. Wir brauchen nur einen einzigen Transporter. Perfekt. Ich habe gedacht, wir brauchen mehrere. Ah, jetzt geht auch direkt die Mission los. Der Juwelierraub. Geil, der Juwelierraub, Freunde. Unten rechts. Ich glaube, das ist jetzt direkt die Mission. Genial. An unsere Operation teilzunehmen. Wir sind alle Profis. Das sind alles... Ja, guck, Franklin ist auch dabei. Perfekt. Okay, jetzt bin ich ruhig. Wir müssen lesen, was da steht. Wenn jemand geschnappt wird, hat dieses Treffen nie stattgefunden. Wir kennen uns nicht, ist das klar? Wir haben uns die Pläne sehr genau angeschaut. Erst hatten wir etwas Kompliziertes vor, aber angesichts der Lage, des wenigen Personals und der Fluchtwege, halten wir einen einfachen Plan für besser. Wir hacken uns in ein Sicherheitssystem, legen es lahm. Und gehen direkt durch die Vordertür. Der Sicherheitsmann sollte links vor uns stehen. Wir neutralisieren ihn und 15 Sekunden später kommt ihr dann rein. Das Personal wird extrem unter Druck gesetzt. Kunden werden mit Ruhe unter Kontrolle gebracht. Einer hält die Leute in Schach, während wir die Ware aus diesen Vitrinen holen. Wir gehen rein und raus in 90 Sekunden. Oha, 90 Sekunden? Das wird schwer. Franklin kümmert sich. Ich gehe zu Fuß. Boah, das wird jetzt richtig geil, Freunde. Das wird geilomatico. Oh, wir sind jetzt Franklin. Perfekt. Geil, das wird auf jeden Fall geil, Freunde. Das wird eine richtig geile Mission.
Ja, Mann. Wir machen die Folge auf jeden Fall auch zu Ende, auch wenn das ein bisschen länger gehen wird. Der Raubüberfall muss auf jeden Fall sein. Ihr habt ja gesagt, es soll nämlich eine Mission zu Ende führen. So. Boah, richtig geil. Mit unserem Team gehen wir jetzt dahin. Ey, wo bleibt das Team? Da kommt es. Das sind die Leute, die wir speziell ausgewählt haben. Die kriegen zwar etwas mehr Anteil, ich glaube 15% statt 10%, aber dafür sind das auch richtig gute Leute von der Mafia hier. Boah, das wird jetzt richtig geil, Freunde. Ich freue mich schon drauf. So, los geht's. Begib dich zum Juwelier. Und wir, ach ja, in der 9. Folge konnten wir auswählen, ob wir den Raubüberfall ruhig oder geplant machen. Ich glaube, ich habe ruhig gemacht. Oder wir könnten den Laden stürmen oder das Ganze taktisch vorgehen. Ich weiß nicht, was wir genau gemacht haben, aber werden wir uns jetzt überraschen lassen. Mein Ruf und umgekehrt genauso. Boah, es wird jetzt richtig spannend, Freunde. Spannung pur. Mach mal Platz hier. Bam. So, jetzt fahren wir erstmal schön zum Juwelier hin. Das wird geil. Geilomatico. Juwelierraub. Bin echt mal gespannt, was jetzt auf uns wartet. Boah, ich kann gerade nicht lesen, was die da unten labern. Auf jeden Fall geht es in diesem Juwelierraub um eine Menge Kohle, um eine Menge Cash, hör mal. Richtig viel Geld. Mach mal Platz hier, immer. Ab zur Seite mit dir, immer. Gibbel, da wollen die hier. Junge, Junge. Ich bin Franklin, ja, und für mich sind diese exakt geplanten Überfälle eher Neuland. Ich habe genug Erfahrung mit kleinen Jobs, Schnapsläden, Überfallen, Lagerhäuser ausräumen, Autos klauen. Aber das ist jetzt ein richtig großer Job, verdammt nochmal, hier mit Raubüberfall. Wir lassen uns überraschen, Freunde. Oh, du lieber Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Oh, du lieber Busfahrer, Busfahrer. Junge, Junge, damals immer als kleines Kind im Bus haben wir alle gesungen. Oh, du lieber Busfahrer. Und der da vorne immer, haltet die Schnauze. Er räumt die Schränke leer und kümmert sich um die Flucht. Auf jeden Fall sind jetzt alles hier Profis mit uns, Freunde. Wir kriegen auch dafür einen richtig guten Anteil. So, je öfter du Crewmitglieder einsetzt, desto besser werden ihre Fähigkeiten. Ihr Anteil erhöht sich dadurch nicht. Alles klar. Anteil erhöht sich nicht. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Geht der mit Motorradhelm rein? Stattdessen mit einer Sturmhaube. Geht der mit Motorradhelm? Ah, wir hauen gleich mit dem Motorrad ab. Alles klar. Ach du Scheiße. Alter. Jetzt sind wir wieder Franklin. Oha. Ja, wie? Ah, okay. Boah, guck mal, unser Geld, Freunde. Wir müssen einfach B drücken, weil wir vor einer Vitrine sind und alles ausräumen. Boah, guck mal, unser Cash. Ach du Scheiße, immer. Ey, wenn ich so viel Geld hätte. Ich glaube, ich muss auch mal so ein Juwelier ausrauben. Ich gehe jetzt mal morgen in die Stadt und dann geht's los, ey. Boah, guck mal, was da. Guck mal, das Geld. 1,7 Millionen. Millionen, ey. Luca Toni kriegt Millioni. Junge, Junge, Junge. Ganz schön Cash. Cash Money Brothers, Cash Money Money Brothers. Flinke Hände, flinke Hände. Natürlich flinke Hände. Ja, nur noch zwei Stellen, dann haben wir's. Komm, komm. Da und dann noch links einer. Perfekt. Alle haben wir jetzt. Und jetzt raus. Boah, 5 Millionen. Zum letzten Mal, fahren Sie weiter. Der Michael, schmeiß den einfach um. Also vergisst du das auch gleich wieder. Ich sehe euch am Fluss, los. Jo, jetzt geht's los. Oha, wir haben 4 Sterne Bullen, Freunde. 4 Sterne, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber wir haben 4 verfickte Sterne, hör mal. Aber natürlich cheaten wir nicht, denn das sind wir in einer Mission. Bei Missionen cheaten wir nicht, ne? Oder schreibt es in die Kommentare, ob wir die Bullen... Nee, mach mal nicht, mach mal nicht. War ein Spaß, Freunde. Bei Bullen dürfen wir auf keinen Fall cheaten, das ist sonst langweilig, sonst vergeht der Spaß. Das habe ich jetzt mal gemacht, um die Bullen... Ich habe ja auch nicht bei der Special-Folge habe ich auch keine Bullen weggecheatet, außer als wir vom Militär abgehauen sind. Shit, ey. Woo! Boah, richtig geil mit dem Motorrad hier. Oha! Scheiße, und ich, Idiot, knall natürlich auch direkt gegen die Wand, ey. Scheiße! Nein! Nein! Du verlierst die Crew. Fuck, 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 fuck. Wir dürfen sie nicht verlieren. Zieh durch. Franklin. Franklin. Ja, komm. Alter, wer hat denn diesen Tunnel hier gebaut? Was ist das denn hier? Alter, ist ja mördergeil. Hör mal. Boah, ist das geil, Freunde. Geil. Ist einfach so ein Tunnel, ey.
hammergeil. Das erinnert mich richtig an Prison Break. Wenn ihr Prison Break, schreibt mal bitte in die Kommentare, wer Prison Break gesehen hat. Das war einfach die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Das war einfach so geil. Boah, geil, hier ist so ein Tunnel. Ist einfach so ein Tunnel, ey. Genial, Freunde. Boah, macht das gerade Bock. Das ist bisher, glaube ich, echt die beste Mission. Du kannst Franklins Spezialfähigkeit, ja genau. Seine Spezialfähigkeit ist ja Zeitlupe. Kann ich euch mal kurz demonstrieren, das hier. Und dann kann man schön, zack, nach rechts. Aber es ist jetzt nur gut, wenn man schnelle Geschwindigkeiten drauf hat. Boah, geil, ey. Nein, ich dachte schon, ich knall jetzt gegen die Decke. Ah! Junge, Junge, ist das schnell. Boah, das macht so viel Spaß, ey. Das macht richtig viel Spaß. Genial. Ab geht die Post, immer. Let's go. Let's go. Do it. Come on. Boah, richtig geil, mit dem Motorrad durchzudüsen. Boah, wenn der LKW im LS-Revier steht, was steht da was? Ich konnte jetzt nicht lesen, was die geschrieben haben. Also, das war auf jeden Fall ein richtig geiler Bankausraub, Freunde. 5 Millionen Dollar. Das Ganze wird dann durch 5 Personen geteilt. Also für jeden ungefähr, keine Ahnung, wie viel dabei ist für jeden. Ich will mal sagen, für jeden auf jeden Fall eine Mille ist drin. Scheiße, Mann, wir sind am Arsch. Boah! Hä? Hang in there, boys. I got this covered. Drücke. Was muss er da machen? Wir sind auf jeden Fall jetzt zu Franklin rüber gewechselt. Alter. Ah, wir müssen die Dings, die Bullen. Boah. Einfach so einen Bodycheck mit den Wagen gehen. Wir müssen unsere Leute da vorne beschützen mit dem Michael. Der drängt die alle weg, ey. Boah, Junge, was ist das für eine Karre, Junge? Der bringt die direkt alle zum... Alter, zum Brennen. Junge, guck mal jetzt hier. Was ist das für eine Karre? Guck mal, einmal von links, von rechts jetzt hier Bodycheck. Guck mal jetzt. Achtung. Ey, der Bolle ist zu schnell. Warte, guck mal jetzt. Bam, jetzt bam. Warte, ja, jetzt bam. Guck mal. Ah, oh, bam. Verpiss dich. Und jetzt nochmal. Guck mal jetzt hier. Oh, bam. Hat er richtig kassiert, hör mal. Ah, Junge. Warum biegen die ihn auf einmal ab? Egal, haben wir noch geschafft. Keine Bullen in der Gegend. Ich glaube, wir sind aus den Größten raus. Schön, wir haben erstmal Ruhe. Halten wir am Ende des Flusses und verladen die Motorräder in den LKW. Alles klar. So, da halten wir jetzt gleich an, Freunde, da hinten. Stopp. Perfekt. Und jetzt? Wir warten auf dich, Kleiner. Jetzt kommen alle Motorräder hinten rein, oder was? Boah, Junge, das war mal ein geiler Bankausfall. Bank rüber. Oh, ich sag schon Bank, das wäre ein Juwelier. Lester wartet bei der Garage. Okay, jetzt fahren wir hin. Crewmitglieder sammeln bei jedem Raubausfall über Erfahrungen. Ihr Anteil erhöht sich dadurch nicht. Alles klar. Jetzt müssen wir schön zu Lester fahren. Ey, normalerweise müsste doch jetzt hier eine richtige Bande von Bullen hinter uns her sein. Weil wir haben einfach mal 5 Millionen Dollar geklaut. 5 Millionen. Lasst es euch auf der Zunge zergehen, ey. 5 Millionen. Warum haben wir auf einmal einen Stern auf der Karte, Mann? Ja, müssen wir kurz hier warten. Hängen die Bullen ab. Als wenn er jetzt hier abbiegt. Komm, wir cheaten einfach weg. So, weg mit ihm. So. Sowas können wir wegcheaten, Freunde. Ein Stern ist ja jetzt nichts Schlimmes, aber 4 Sterne oder so, das ist auf keinen Fall wegcheaten. Aber einer, der hätte uns jetzt nur Zeit gekostet. Wir hätten die ganze Zeit warten müssen, aber so ist der zack weg. Und die Mission ist geschafft. Ja, Mann, ey, haben wir jetzt 5 Millionen Dollar, ey, immer. Darauf gehen wir erstmal direkt im Puff. Junge. Boah, wir gehen erstmal, glaube ich, ins Stripclub und schmeißen ein paar Scheine, immer. Hey, und jetzt wir verschwinden. Halten die Köpfe unten. Hey, das war gute Arbeit, Junge. Was habe ich dir gesagt, Lester? Okay, macht alle mal Pause. Hey, Franklin. Pass auf, Lester und ich müssen uns um einiges kümmern. Ich will, dass du später bei mir vorbeikommst. Dann feiern wir. In Ordnung? In Ordnung. Boah, geil, ey. Mann, wir sind wieder da. Yeah, baby. Wir sind wieder da. We are back. Wir sind wieder zurück im Business, Freunde. Boah, auf jeden Fall hätten wir eigentlich auch so ein paar Leute nehmen können, die nicht so viel Erfahrung haben, weil das war jetzt nicht wirklich schwer, oder? Bankausfall ausgeführt, der Juwelierraub. Geld 5 Millionen, Madrazos-Zahltag minus 2,5, Michaels Anteil, Franklins Anteil nur 300.000, aber ist auch nicht schlecht, ne? Boah, Crew-Anteil 1 Million, Bronze haben wir abgeschlossen. Ah, wir haben Cheats, okay, wegen Cheats haben wir 50%, egal, Freunde, passt schon, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt Michael 800.000 und mit Franklin 300.000, perfekt.
Besser geht's doch gar nicht. Jetzt haben wir richtig viel Kohle im Sack. Guck mal, ey, was habe ich gesagt, Freunde? Was habe ich gesagt? Wir gehen im Stripclub feiern, ey. Habe ich doch gerade gesagt. Wie geil ist das denn, Freunde? Ich habe gerade doch noch gesagt, habt ihr doch vorhin gehört, könnt ihr ruhig zurückspulen. Darauf gehen wir erstmal im Stripclub Scheine werfen. Ich habe das noch nicht gespielt. Geil, die haben echt dieselben Gedanken wie ich gehabt. Hör mal, ich bin auch ein wahrer GTA-Freak. Ich sollte auch mal sowas mitspielen, ey. Um mich herumzulehnen. Yeah, um einen Dollar zu werfen. Warte, machen mal. Genau das wollte ich machen. X, Dollar regnen lassen. Woo! Yeah, Bitch. Kassier. Zack, zack, zack. Ja, okay, das reicht. Wir wollen nicht unser ganzes Geld an der auswerfen. Warum haben wir 528 Dollar da oben? Ich glaube, das war ein Fehler. Wir müssen die Kohle erstmal abholen gehen. So, jetzt gehen wir hier raus. So, raus aus dem Stripclub. War auf jeden Fall echt geil, Freunde. Genial, ey. Hammergeil. So. Warte, Tony hat kurz geschrieben, das lesen wir noch. JB ist weg. Hilf mir, Schwester, bei noch einem Job. Ruf mich mal an und ich erkläre es dir, Tonja. Nee, wir rufen dich nicht an. Auf jeden Fall in der nächsten Folge werden wir dann schön zum M fahren, zum Michael. Das war's dann jetzt auch hier von dieser Mission, Freunde. War wieder richtig geil. Über ein Like würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann bei der 12. Folge von GTA 5. Bis dann, Freunde. Euer Ernie ist raus. War eine richtig geile Mission heute. Und eine Verfolgungsjagd. Bis dann und ciao.